trotzdem bin ich doch noch so eine herausragende Erhaltung. Das ist für uns auch der Grund, hat sich da, denke ich, auch 1987 entwickelt worden in England. In Deutschland, in Süddeutschland, über germanische britische unter Schutz gestellt und jetzt werden sozusagen sukzessive alle Liebesabschnitte in Europa zunächst mal werden in die Weltnahmeliste eingetragen. Das ist ja nicht ein Selbstläufer. Man muss eine ganz komplexe Antragsprozedur durchlaufen. Aber wir haben im Grunde eine Zeitachse, dass wir gerne bis 2017 so weit sein wollen. Und da sind natürlich solche Grabungen sehr wichtig, die also auch nochmal zeigen, was hier eigentlich für eine enorme akademische Substanz hier noch vorhanden ist. Vielleicht ganz kurz, bevor die Kollegin dann sozusagen zum Ort hier selber und zu den Grabungsergebnissen dann referieren, vielleicht noch etwas im Vorfeld dieser Grabung. Gab es Verhandlungen, unbruchbar. Und wir sind sozusagen mit dieser Grabung, zumindest als die Verhandlungen geführt sind, in diese Umbruchszeit gekommen. Und ein wichtiger Punkt, der jetzt in einer Änderung des Denkmalschutzgesetzes neu geregelt wurde, auch klar geregelt wurde, war die Kostenfrage. Wer trägt diese Kosten? Und man hat ein Agreement gefunden, Landschaft Rhein-Rheinland und Stadtbonn einen Vertrag gemacht, das war die Kostenregelung und ich denke, irgendwie hält sich das dann im Endeffekt nachher die Waage durch die Lohnkosten, die dann beim Landschaft Rhein-Rheinland sind. So, also das war eine etwas schwierige Ausgangssituation, ich denke, vertraglich gut geregelt. Es waren auch immer faire Verhandlungen zu jedem Zeitpunkt, aber man war halt vom Gesetz her in einer schwierigen Situation. Ja, das ist das, was ich vielleicht so in der Zeit habe. Von 1903 bis 1905 von Herrn Köhnen greifen können. Der hatte damals den Schulbau hier schon begleitet und wir haben die Pläne von damals, an die wir jetzt unsere Mauern hier anschließen, genau passgenau anschließen können und so ein großes weiteres Mosaikpuzzleteil im Bonner Legionslager zwischengesetzt bekommen. Was uns hier überrascht hat, ist der unheimlich gute Erhaltungszustand. Wir haben also Mauerhöhen von um 2 Metern, also das heißt von der unteren Fundamentkante bis zum oberen aufgehenden Mauerwerk. Es war leider in der Pressemitteilung in der Ankündigung falsch drin, weil wir schnell geguckt hatten beim Lesen in unseren Plänen. Entschuldigung dafür. Aber in dem jetzt ausgeteilten Pressetext steht es richtig drin. Wir haben hier verschiedene Befunde. Zum einen sehen Sie hinten in der Mauerhöhen gearbeitet, dann aber auch Dinge, die auf Alltag und Alltagsprozesse hinweisen. Dieses Teil hier, das ist ein Stück eines römischen Schlosses. Und zwar ist es der Schiebriegel. Wenn Sie von unten, mussten Sie den Schlüssel einführen in diese Löcher und konnten dann hier diesen Riegel vor- und zurückschieben, sodass man hier zumindest eine abschließbare Tür an der Stelle vermuten kann. Auch aus dem Alltagsleben gegriffen ist dieser Gegenstand hier. Das ist der Deckel eines bronzenen Tintenfasses, den wir gefunden haben. Und vielleicht das schönste Stück hier auch nochmal in groß. Ein Köpfchen, das ist eine Darstellung von Mithras oder Attis. Das erkennt man an der phrygischen Mütze, die zu einem Schloss oder Schließblech gehörten von einem Kästchen oder Möbelstück. Also
sehr, sehr schön auch ausgearbeitet. Im Weiteren sehen Sie hier noch verschiedene Fibeln, die auch das Spektrum der Belegung gut zeigen. Wir haben als frühestes Stück hier die Auzissa-Fibel liegen, die sogar den Stempel des Herrschers. Obendrauf sieht man noch in Stein angedeutet eine Opferschale, die sogenannte Omphalos-Schale, die als Stein darauf abgebildet ist. Das ist also eine ganz typische Form von römischen Weihealtären hier für einen kleinen Hausaltar oder etwas Vergleichbares. Zur Ausstattung hier im Legionslager, auch in den Mannschaftsbaracken drin, da vorgestellt. Und hier haben wir jetzt eine auch im militärischen Zusammenhang direkt gefunden. Und das zweite sieht so ähnlich aus, ist aber wahrscheinlich was anderes. Und zwar haben wir hier eine Kreuzmarkierung drauf. Und dabei könnte es sich um ein Gewicht handeln, was zum Abwiegen von Gegenständen mit als Gegengewicht genommen wurde. Das hier gewogen wurde, können wir noch anders zeigen. Und zwar haben wir auch noch einen Querbalken einer Feinwaage freilegen können. Also hier oben kann man dann die Aufhängung dran und dann kommen an die zwei Seiten die Schälchen. Also das ist auch noch eins der schönen Stücke. Ja. Das ist das Gewicht.